Herzlich willkommen zum Themenbereich 2, der heißt Modellierung von Abläufen in Software und soll jetzt einmal an dieses ganze Modellierungsthema, das wir uns im Themenbereich 1 nur sehr abstrakt angesehen haben, aus praktischer Perspektive heranführen. Warum Modellierung von Abläufen in Software, wo es doch um Prozess- und Kommunikationsmodellierung geht? Der Hintergrund ist, das ganze Feld hat sich historisch aus der Dokumentation und dann in weiterer Folge dem Design von Software heraus entwickelt. Dort sind diese grafischen Modellierungskonzepte, also diese Abbildung von irgendwelchen Abläufen und Strukturen mit Knoten und Kanten hergekommen. Da sind sie zum ersten Mal eingesetzt worden. Der erste Ansatz irgendwann in den 1930er Jahren, ernsthaft eingesetzt dann ab den 50er, 60er Jahren, werden wir dann später gleich sehen. Da kommt es her und es ist später dann auch in der Organisationsentwicklung eingesetzt worden. Also die Methoden sind da und die Notationen teilweise sogar sind da übersetzt und in den anderen Bereich transferiert worden. Worum wird es gehen? Im Themenbereich 2 haben wir insgesamt 4 Unterthemen, wo wir uns mit dem Thema 1 einmal mit dieser historischen Perspektive beschäftigen werden. Bedeutet, dass wir uns in dem Thema Modellierung von Software mal anschauen, wo kommt es her, was sind die grundlegenden Konzepte, die da verwendet worden sind, um Programmabläufe zu beschreiben. Also die erste Idee, wo das herkommt, war Dokumentation von existierenden Programmen. Das werden wir uns da näher anschauen, warum macht man das überhaupt und welche Ansätze hat es da zu Beginn gegeben. Das Nette ist, diese Ansätze sind noch sehr einfach, sehr intuitiv verständlich, zumindest zum Großteil. Dementsprechend kann man damit sich dieser Modellierungsdenkweise, die man braucht, um später dann auch organisationale Abläufe zu verstehen, da ganz schön annähern. Im zweiten Thema konzentrieren wir uns dann auf die Flowcharts als einen dieser frühen Ansätze. Die habe ich rausgegriffen, weil sie die einzigen sind, die auch heute tatsächlich noch praktisch im Einsatz sind. Und zwar nicht nur in der Modellierung von Software, sondern auch durchaus in der Organisationsmodellierung. Wenn man einen einfachen Ansatz braucht, einen Ansatz, der nicht extrem hohe Ausdrucksstärke hat, sondern einfach nur Abläufe beschreiben möchte, sind Flowcharts nach wie vor das Mittel der Wahl. Erst wenn es um komplexere Abläufe und Zusammenhänge geht, braucht man dann auch kompliziertere Modellierungssprachen. Deswegen schauen wir uns hier die Flowcharts nochmal näher an und führen dabei die grundlegenden Konstrukte der Prozessmodellierung ein, so wie Verzweigungen zum Beispiel, etwas, was man braucht, um beschreiben zu können, dass es zum Beispiel in einem Ablauf unterschiedliche Varianten geben kann, unterschiedliche Alternativen, je nachdem, welche Entscheidung irgendjemand trifft oder welche Bedingungen denn gegeben sind. Das führen wir mit Flowcharts ein. In den übrigen beiden Themenbereichen setzen wir uns mit 2 Diagrammarten oder insgesamt eigentlich 3 Diagrammarten, nämlich den Aktivitätsdiagrammen, den Sequenz- und den Kollaborationsdiagrammen auseinander, die Teil der sogenannten UML sind. Die UML ist die Unified Modeling Language. Wir werden es auch später gleich nochmal näher ansehen. Die gibt es so seit Ende der 90er, Anfang der 2000er und ist eine Sammlung von Modellierungssprachen, die es erlauben, unterschiedliche Aspekte von Softwaresystemen zu beschreiben. Sowohl was deren Verhalten betrifft, als auch was deren Struktur betrifft. Wir erinnern uns vielleicht an das ARIS-Haus, das wir im letzten Thema des Themenbereichs 1 hatten, wo wir uns angeschaut haben, welche Aspekte von Organisationen kann man denn modellieren und welche Modellierungssprachen gibt es dafür. Die UML ist das analoge Rahmenwerk dazu im Softwarebereich. Dementsprechend umfassend ist der Schatz an Modellierungssprachen. Wir greifen jetzt da hier nur 3 heraus. Einerseits eben im dritten Thema die Aktivitätsdiagramme, weil die als Weiterentwicklung auch der Flowcharts unter anderem, da sind mehrere unterschiedliche Aspekte reingeflossen, mehrere unterschiedliche existierende Sprachen eingeflossen, unter anderem auch die Flowcharts, weil die als Weiterentwicklung der Flowcharts heute der de facto Standard für die Beschreibung von Verhalten in Softwaresystemen sind. Das ist das eine. Das andere ist, die führen dadurch, dass da einfach mehrere Strömungen zusammengekommen sind, auch neue Konzepte ein, die wir später auch bei der Organisationsmodellierung brauchen werden.
wo wir in Flowcharts im Wesentlichen nur den Ablauf beschreiben können und vielleicht nur welche Daten dabei manipuliert werden, gibt es in Aktivitätsdiagrammen jetzt auch zum Beispiel das Konzept der Verantwortlichkeiten. Ich kann beschreiben, in diesem Fall, welche Softwarekomponente für eine Aktivität verantwortlich ist. Wenn wir es dann transferieren in den organisationalen Bereich, immer beschreiben können, welche organisationalen Akteure denn für eine bestimmte Aktivität verantwortlich sind. Dem Aspekt der Kommunikationsmodellierung, PKM, also das K betonend, widmen wir uns dann im vierten Thema, die UML-Sequenz- und Kollaborationsdiagramme. Die benötigen wir, um beschreiben zu können, wie denn Elemente in einem Software-System miteinander kommunizieren. Bilden damit auch die Grundlage dessen, was wir dann im Themenbereich 4 bei der organisationalen Kommunikationsmodellierung benötigen. Wer schon einen Plan von objektorientierter Programmierung hat, weiß, dass es dort Objekte gibt im Wesentlichen. Objekte, die ihr Verhalten und ihre Daten kapseln, also nach außen nicht sichtbar machen. Und man im Wesentlichen versucht, diese Objekte miteinander kommunizieren zu lassen, indem man deren öffentlich verfügbaren Methoden aufruft. Das heißt, unabhängig davon, wie ein Objekt konkret umgesetzt ist, implementiert ist, wie dessen Verhalten funktioniert und welche Daten es dazu braucht, kann man mit diesem Objekt kommunizieren, indem man dessen Methoden aufruft. Wie die Methoden intern ausschauen, ist uns als mit diesem Objekt kommunizierende Einheit egal. Ja, hat den Vorteil, dass man zum Beispiel das Verhalten austauschen kann. Ich kann die Implementierung verändern und außen die anderen Objekte merken nichts davon. Außen merkt man nichts davon. Das gleiche Konzept kann man wieder auf die, also, und dazu muss man irgendwie einen Mechanismus finden, wie man die Kommunikation zwischen diesen Objekten beschreiben kann. Und dafür eignen sich die Sequenz- und Kollaborationsdiagramme. Das sind zwei unterschiedliche Darstellungsformen. Wir werden uns dann anschauen, worin sich die unterscheiden. Im Wesentlichen bieten sie uns die Möglichkeit, Kommunikationsabläufe zu beschreiben. Und das braucht man dann wieder in der Kommunikationsmodellierung auf organisationaler Ebene, wo es dann um den Austausch von Nachrichten zwischen Akteuren geht. So, das sind die vier Themenbereiche. Wir steigen jetzt ein mit dieser historischen Perspektive, wie angekündigt, und schauen uns an, wo kommt dieses Modellierungsthema im Bereich Software überhaupt her und wie ist es umgesetzt worden.